Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid, trotz diesen hohen Temperaturen. Ich würde damit anfangen, dass wir einmal einen riesen Applaus an die Fahrradfahrer tun, die sich heute auf den Weg nach Hanau gemacht haben, trotz diesen Temperaturen. So, mein Name ist Edris Hashemi und ich führe die Moderation heute hier mit den Nevros Duman. Vielen Dank, dass ihr trotz der Hitze so zahlreich erschienen seid. Vielen Dank auch von uns an die Radfahrerinnen aus ganz Rhein-Main-Gebiet, Nordbayern. Und wir haben jetzt von jeder Route auch eine Person auf der Bühne, die auch kurz was sagen werden. Wir haben vor einigen Wochen ist vom Fahrradladen Velozeit aus Hanau, sind die Menschen auf uns zugekommen, haben gesagt, wir haben eine Idee. Wir möchten gerne eine Radtour, eine Sternfahrt für Hanau machen. Wie findet ihr die Idee? Haben gesagt, super, wir sind dabei, wir organisieren mit. Und es hat sich ziemlich zu einer sehr großen Gruppe entwickelt, wo sich ganz viele Menschen aus gesamten Rhein-Main-Gebiet daran beteiligt haben. Wir haben 7 Routen gehabt. Es sind Menschen aus Frankfurt, Offenbach, Maintal, Hammersbach, Schöneck, Hochköbel, Gelnhausen, Langenselbold, Erlensee, aus Rodenbach, Aschaffenburg, Klein-Ostheim, Karl, Dietzenbach, Seligenstadt, Rottgau, aus Weilheim und eine Person aus Freiburg. Danke für eure Solidarität und jetzt möchten wir gerne auf jeder Route quasi die Möglichkeit geben, uns kurz eine Großbotschaft oder eine Solidaritätsbotschaft zu geben. Ja, hallo Hanau, mein Name ist Alexander Schobach, neben mir steht Julia Hott, wir kommen beide aus Gelnhausen und sind vom Verein Hand aufs Herz. Wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr mit 40 Radlern in Gelnhausen gestartet und als wir hier heute angekommen sind, waren wir 90, weil auf der Strecke in Langenselbold und in Erlensee immer noch Mitfahrer zu uns gestoßen sind. Das ist geil, vielen Dank dafür. Klasse, dass ihr alle hier seid. Wir sollen uns kurz fassen und das mache ich. Vielen Dank an die Initiative 19. Februar, die das heute hier auf die Beine gestellt hat. Wir aus Gelnhausen als Repräsentanten einer wehrhaften Demokratie, die Rassismus, Verschwörungstheoretikern und Populisten immer die Stirn bieten wird, werden euch versprechen, wir legen immer unsere Hand für euch aufs Herz und stehen an eurer Seite. Danke. Ja, mein Name ist Barbara Hofmann, ich bin von Bündnis 90 Die Grünen, Kreisverband Aschaffenburg-Land und wir haben gemeinsam mit der Seebrücke Aschaffenburg die Route Aschaffenburg über Klein-Ostheim, Karlstein-Karl organisiert. Mit uns gekommen sind am Schluss 80 Radlerinnen. Vielen, vielen Dank für alle, die bei der Hitze dabei waren. Es war uns eine Herzensangelegenheit dabei zu sein, weil wir den Familien, Angehörigen und Freundinnen zeigen wollen, ihr seid nicht allein, wir stehen an eurer Seite und wir unterstützen eure Forderungen, vor allem auf Aufklärung und Konsequenzen. Vielen Dank. Hallo zusammen, schönen Tag, ich bin Daniel von Menschen in Hanau. Für uns war es überhaupt keine Frage, hier mitzumachen, sondern wir stehen für Vielfalt in Hanau und haben gesagt, da machen wir sofort mit. Aber unser besonderer Punkt, den wir heute hatten, wir sind aus Rodenbach hergeradelt bei dieser Hitze in einer barrierearmen Tour oder fast barrierefreien, kann man sagen, weil wir allen Mitmenschen und allen Mitbürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben wollen, hieran teilzuhaben. Und es sind Leute dabei, Menschen dabei, die nicht so schnell können wie vielleicht andere, die im Rollstuhl sitzen. Da haben wir 2 Personen dabei gehabt. Deswegen vielen Dank an euch, an Marianne und Gabi. Wir haben den Boris dabei gehabt, die eine G-Gruppe gemacht haben ganz am Ende, wo sich dann auch spontan 10, 15 Leute dazugesellt haben und gemeinsam hier im Schritttempo nach Hanau gegangen sind. Und dafür stehen wir.
das machen wir. Wir stehen für Vielfalt, damit jeder am Leben teilhaben kann. Und da stehen wir natürlich auch bei euch an der Seite, dass wir euch unterstützen bei solchen Aktionen. Also vielen Dank an alle und schönen Abend euch. Ja, servus, ich bin der Erik aus Weilheim in Oberbayern. Ich bin hier, um euch zu zeigen, dass die Provinz in Bayern euch auch nicht vergessen hat. Wir kämpfen mit euch und stehen für Solidarität und für euch und für Hanau. Hallo, mein Name ist Jürgen Bamberger. Ich bin heute mit über 100 Leuten aus dem Kreis Offenbach hierher gekommen. Wir sind heute früh in Seligenstadt und zeitgleich in Dietzenbach gestartet. Es haben sich Leute aus Babenhausen angeschlossen. Es kamen Leute aus Obertshausen, aus Heusenstamm mit dazu. Kleines bisschen das Besondere bei uns ist, die Tour hat der Radsportbezirk Mainz-Spessart-Rhön angemeldet, der sich für die Unterstützung ausgesprochen hat und der auch in allen Vereinen, die von Fulda bis nach Rödermark reichen, die Leute aufgefordert, teilzunehmen. Und ich glaube, wir stehen natürlich hinter den Forderungen der Initiative, genauso was angeht Aufklärung und Konsequenzen. Uns hat sich noch jemand angeschlossen in Dudenhofen und der muss von seiner Tour, von seiner ganz besonderen Tour hier selbst erzählen. Ja, hallo, mein Name ist Martin Temm. Neben mir steht der Julian. Und mit dem Julian bin ich von gestern Abend um 10 bis jetzt von Freiburg hierher geradelt. Es fällt mir jetzt wahnsinnig schwer, was dazu zu sagen, weil es mir ganz explizit nicht darum ging, hier eine tolle sportliche Leistung zu vollbringen oder was auch immer, sondern wir sind hierher geradelt, weil das, was hier in Hanau passiert ist, ich habe lange Jahre in Hanau selbst gelebt, Hanau war viele Jahre mein Zuhause und entsprechend schockiert bin ich bis heute von dem, was hier passiert ist. Und ich denke, noch viel schockierender sind ganz viele Details, die jetzt in den letzten Tagen, Wochen und Monaten durch die wirklich großartige Arbeit der Initiativen, die sich nach diesem Terroranschlag hier gegründet haben und durch deren wirklich bewundernswerte Arbeit sehr, sehr viel ans Licht gekommen ist. Und es liegt mir wahnsinnig viel daran, das zu unterstützen und klarzumachen, dass Hanau einfach kein Einzelfall war. Vielen Dank. Hallo, ich bin der Armin Dingenbach aus Hammersbach, vom ADFC Hammersbach. Ich habe die Nordruse geführt und wie ich von dieser Sternfahrt erfahren habe, habe ich gesagt, das ist die Gelegenheit, Leute aus dem Umland hier nach Hanau mitzunehmen, um hier unsere Solidarität zu zeigen mit den Angehörigen und Hinterbliebenen der Mordopfer. Und wir hoffen, dass die Aufklärung hilft, solche Taten in Zukunft zu vermeiden. Hallo, ich bin Tim Ried aus Mülheim, aus dem Nachbarort hier von Hanau. Das Bündnis Buntstadt Braun zusammen mit Die Rechten einsacken haben spontan eine Kundgebung am Rathaus organisiert in Mülheim. Dort war der Bürgermeister, es waren VertreterInnen von Kirchen, von verschiedenen Parteien da. Wir haben dort kurz Solidarität mit den Forderungen der Initiative gezeigt und sind dann zusammen mit knapp 50 Menschen hier nach Hanau gefahren und haben uns dann in Steinheim an die andere Route angeschlossen. Vielen Dank. Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Silber Kause, ich bin aus Offenbach. Wir hatten heute eine ganz besondere Rolle, weil bei uns steht das Polizeipräsidium Südosthessen. Wir sind Nicolescu, Paun und Hagenkopf super dankbar, dass sie heute noch vor dieser Demo bei uns am Präsidium standen.
und da mal ordentlich Druck gemacht haben, den Behörden, den Verantwortlichen. Und wir sind heute hier, um gemeinsam Solidarität zu zeigen und zu zeigen, dass wir eben auch mit euch für Konsequenzen, für Gerechtigkeit und Aufklärung einstehen. Denn Hanau war kein Einzelfall, Widerstand überall. Danke. Hallo Hanau, mein Name ist Monika Böttcher, ich bin die Bürgermeisterin der Nachbarstadt Maintal. Wir sind unmittelbar betroffene Stadt, weil eines der Anschlagsopfer ein Maintaler Bürger war. Und uns ist wichtig, die Solidarität mit den Familien zu zeigen, mit der Hanauer Stadtgesellschaft und gemeinsam ein Zeichen zu setzen gegen jede Form von Rassismus und Gewalt. Und dass Sie, alle, die Sie hierher gekommen sind, zeigen, wie wichtig diese Initiative des 19. Februar ist, dass wir gemeinsam ein Zeichen setzen für Vielfalt, für Toleranz und für Weltoffenheit. Hier in Hanau und überall. Vielen Dank. Hallo, mein Name ist Lara Hartmann. Wir starteten heute um 12 Uhr in Bruchköbel und wir waren ungefähr 30 Personen. Und wir sind sehr glücklich darüber, dass wir heute hier mitmachen dürfen. Und herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank nochmal an euch alle. Und aus Frankfurt und Offenbach waren es insgesamt 400 Menschen, die hierher geradelt sind. Und aus Mainz und Wiesbaden auch nochmal 20 Menschen, die hierher gekommen sind. Vielen, vielen Dank für eure Solidarität. Bleibt dran, unterstützt die Forderungen der Familien, weil der Weg ist lang und wir müssen alle gemeinsam dranbleiben. Danke, dass ihr da wart und gemeinsam solidarisch für die 4 zentralen Forderungen der Familien bleiben wir dran. Vielen Dank nochmal. So, die Sternfahrt lief unter dem Motto Right to Remember. Aus diesem Grund wollen wir einmal die Namen vorlesen und wir bitten euch, dass ihr mitschreit. Fatih Saracoglu. Ferhat Unvar. Ferhat Unvar. Gökhan Gültekin. Gökhan Gültekin. Hamza Kurtovic. Hamza Kurtovic. Kaloyan Velkov. Kaloyan Velkov. Mercedes Kirpacz. Said Nessa Hashemi. Said Nessa Hashemi. Sedat Gürbüz. Sedat Gürbüz. Willi Viorel Paun. Willi Viorel Paun. Vielen Dank. Danke, dass ihr alle da seid. Heute sind es genau 16 Monate. 16 Monate nach dem rassistischen Terroranschlag, wo ein Rassist 9 junge Menschen ermordet hat. 16 Monate haben Angehörige, Betroffene, Überlebende und ihre Unterstützerinnen jeden Tag unermüdlich dafür gekämpft, dass es endlich Aufklärung gibt. Dass es endlich Gerechtigkeit gibt, dass es endlich Konsequenzen gibt und dass es Erinnerung gibt. 16 Monate, jeden Tag, die Aufgaben der Sicherheitsbehörden übernommen, selbst recherchiert für Aufklärung. Und in den 16 Monaten haben wir eins sehr gut gelernt: Wenn wir nicht selbst recherchieren, wenn wir es nicht selbst in die Öffentlichkeit stellen, wenn wir nicht selbst Druck machen, passiert leider nichts. Wir haben heute alle Familienangehörigen, Betroffene hier, die ihre Redebeiträge halten werden. Genau, und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Emish Gürbüz und Baska. Ich würde Sie auf die Bühne bitten. Ich
ich bin Emiş Gürbüz, Mutter von ermordeten Sedat Gürbüz. Jetzt muss endlich alles lückenlos aufgeklärt werden. Können Sie sich überhaupt vorstellen, was es bedeutet, wenn so vieles unklar ist? Was es für eine Mutter bedeutet, wenn dieser brennende Schmerz, diese Frage warum, nie aufhört? Warum mein Kind? Was hat mein Kind euch getan? Warum kümmert sich keiner um die Ursachen? Warum tut sich die Stadt Dietzenbach so schwer, einen Gedenkstein, ein Mahnmal gegen den Rassismus aufzustellen? Warum steht sich die Heimatstadt, Heimatstadt meines Kindes nicht in der Pflicht, ihm einen Grabstein zu widmen, der an das schreckliche, rassistische Verbrechen erinnert? Über ein Jahr lang musste ich persönlich dafür kämpfen, dass mein Sohn ein Ehrengrab bekommt. Nach langem Kampf und sehr viel Stress konnte ich das am Ende durchsetzen. Warum ist da nie die Rede von Menschenrechten? Warum kümmert es dieses reiche Land nicht, dass die Opferfamilien niemals wieder ein normales Leben führen können? Dass diese schwarze Nacht für immer in unsere Herzen gebrannt ist. Wir brauchen Klarheit und wir brauchen es auch, dass unsere Mitbürger mit uns fühlen und das Gedenken an unsere Kinder ehren. Ihr habt immer gesagt, sie wären Deutsche wie ihr, keine Fremden. Jetzt fühlen wir, sie waren doch Fremde für euch. Hallo alle zusammen. Ich bin die Vaska Zlateva, Cousine von Kaujan Velkov. Mein Cousin wurde am 19. Februar bei dem rassistischen Anschlag in Hanau ermordet. Wir haben zusammen im Erlensee gewohnt. Am 20. August soll auch im Erlensee eine Gedenktafel eingeweiht werden in Erinnerung auf meinen Cousin Sedat, Fati, Willi, Mercedes, Gülkan, Ferhat, Said Neser und Hamza Kurtovic. Ich bin heute hier mit euch, weil wir zusammenstehen müssen, Hand in Hand. So wie wir das seit mehr als einem Jahr Tag machen mit Familien. Ich will noch wenige Worte sagen. Wir wollen in dieser Welt leben ohne Rassismus und Hass. Eine Welt, in der Mensch das Recht auf Leben und Glück haben. Vielen Dank euch. Danke. Vielen Dank, Vaska. Vielen Dank, Emiş Abla. Vielen Dank nochmal an euch. So. Also wir Angehörigen haben seit letztes Jahr, seit dem Anschlag, sehr, sehr viel Solidarität gespürt gehabt. Es sind wirklich sehr viele Menschen auf uns zugekommen. Und das hat uns Kraft gegeben, denn wir fordern Aufklärung, Konsequenzen, Erinnerung und Gerechtigkeit. Und um diese Forderung durchzusetzen, brauchen wir Unterstützer, brauchen wir Solidarität von Menschen. Und aus diesem Grund haben wir heute jemanden auch von IG Metall da, der einen Redebeitrag für uns vorbereitet hat. So, Robert Weißenbrunn. Vielen Dank. Ja, liebe Mitstreiterinnen, liebe Mitstreiter, liebe Hanauerinnen, liebe Hanauer,
Mein Name ist Robert Weißenbrunner, ich bin der erste Bevollmächtigte der hiesigen IG Metall, habe mein Büro hier wenige hundert Meter hier entfernt am Hanauer Gewerkschaftshaus, an dem heute auch und auch schon seit gestern die Namen hängen. Und ich freue mich, heute hier sein zu können. Nur fünf Minuten brauchte es, um 9 Menschen zu ermorden, um Familien und Freunden ihre Lieben zu rauben. 9 Menschenleben mit all ihrer Liebe, ihrem Lachen und ihren Hoffnungen wurden vor 16 Monaten von einem Rechtsextremisten ausgelöscht. Über ihre Familien und Freunde ist dabei unermessliches Leid hereingebrochen und wir gedenken heute der Opfer. Diese Veranstaltung heute ist wichtig, um zu gedenken und zu mahnen. Sie ist aber auch deshalb wichtig, weil wir damit auch ein klares und eindeutiges Zeichen in dieser Zeit setzen, dass wir die Straße nicht den Rechten, nicht den Faschisten und auch nicht den Querdenkern überlassen werden. Ich möchte mich ganz herzlich bei der Initiative 19. Februar für die Einladung bedanken, heute zu euch sprechen zu können. Ich mache das heute tatsächlich stellvertretend für die gesamte IG Metall bundesweit mit ihren 2,2 Millionen Mitgliedern und für den Deutschen Gewerkschaftsbund hier in der Region. Und wir sind stolz darauf, sage ich euch, dass von den 2,2 Millionen IG Metall Mitgliedern 500.000 Migrationshintergrund haben. Als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist die Solidarität unser wichtigster Wert. Und unser Solidaritätsverständnis und ich denke auch unser gemeinsames Solidaritätsverständnis unterscheidet eben nicht nach Hautfarbe, nach Sprache, Religion oder Geschlecht. Wir streiten gemeinsam in der IG Metall und in den Gewerkschaften für gute Arbeitsbedingungen und für ein gutes Leben für alle. Und ich darf heute die herzlichen Grüße unserer zweiten Vorsitzenden Christiane Benner überbringen, die auch vor wenigen Wochen erst hier in Hanau gewesen ist und wir gemeinsam die Initiative 19. Februar in ihren Räumlichkeiten besucht haben, um über die aktuelle politische Lage zu sprechen und neben einer größeren Spende aus dem Solidaritätsfonds der IG Metall über weitere Unterstützungsmöglichkeiten gesprochen haben. Und das tun wir deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, weil wir mit Respekt und Anerkennung die vielfältigen Aktivitäten hier in dieser Stadt und rund um die Initiative verfolgen und diese wertschätzen und unterstützen wollen. Wir tun das aber vor allem auch deshalb, weil mit den Hanauer Morden ein trauriger Höhepunkt erreicht wurde, dem wir mit allen demokratischen Kräften in diesem Land begegnen müssen. Und das eben nicht nur in Sonntagsreden, sondern eben ganz konkret. Und dafür braucht es neben klaren Positionen auch Geld und es braucht engagierte Menschen, um Aufklärungs-, Präventions- und Erinnerungsarbeit besser zu ermöglichen und zu finanzieren. Unser antirassistisches Engagement und der Antifaschismus gehören zur gewerkschaftlichen DNA, genau wie unsere Tarifverträge. Und dabei kämpfen wir weiter in Bündnissen, wie auch hier in Hanau, gegen das Wiedererstarken von rassistischen, antisemitischen und völkischen Gedankengut. Und wir schauen auch heute hier gemeinsam nicht weg und werden auch zukünftig gemeinsam nicht wegschauen, wenn durch wen auch immer Hass und Intoleranz in unsere Gesellschaft getragen werden, liebe Freundinnen und Freunde. Und wenn wir uns heute hier versammeln, um zu erinnern und zu gedenken, ist es auch unser Anliegen, hier und heute ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen. Wir wollen aber nicht nur gedenken, sondern auch mahnen. Mahnen vor einer hinter der Tat stehenden mörderischen Ideologie. Die Tat von Hanau hat auf erschreckende Weise deutlich gemacht, dass Rassismus immer wieder tötet. Das Ausmaß zeigt sich in Deutschland mit Blick auf die seit 1990 mehr als 200 rassistisch motivierten Morde. Es ist offenkundig, liebe Freundinnen und Freunde, dass sich in diesem Land nicht alle Menschen gleichermaßen sicher fühlen können,
In dieser Gesellschaft müssen Menschen aufgrund äußerlicher Merkmale um ihre körperliche Unversehrtheit und um ihr Leben fürchten. Und das, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter, das ist ein Zustand, den wir niemals, niemals hinnehmen dürfen. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass das Morden aufhört, dass der 19. Februar wirklich eine Zäsur im Kampf gegen rechtsextremen Terror darstellt. Der Hanauer Täter und die Täter anderer rechtsextremer Morde agierten dabei nicht im luftleeren Raum. Viele fühlten sich bestärkt durch weit verbreitetes rassistisches Gedankengut. Und ich sage auch heute hier, auch nachdenkliche Worte, wir dürfen dabei eben nicht die Augen davor verschließen, dass rechte Orientierungen zunehmen und latenter wie offener Rassismus tiefer als je zuvor strukturell in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen sind und damit auch auf Zuspruch stoßen. Und wir erleben auch in den Betrieben, wie rechte Aktivisten die Belegschaften versuchen zu spalten und gezielt gegen die Gewerkschaften hetzen und zum Austritt aufrufen. Wir halten dabei erfolgreich dagegen. Wenn aber die Tat von Hanau wirklich eine Zäsur darstellen soll, wie es in vielen Reden von offizieller Seite heißt, dann brauchen wir einen noch viel breiteren Konsens darüber, dass Rassismus in welcher Form auch immer keinen Platz in unserer Gesellschaft haben darf. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, muss der 19. Februar 2020 auch eine Mahnung sein, dass es eben nicht mehr reicht, kein Rassist zu sein, sondern wir müssen den Kampf mehr denn je aufnehmen und bekennende Antirassisten sein, liebe Freundinnen und Freunde. Robert, ich bitte dich jetzt langsam zu Ende zu kommen. Kannst gerne dein letztes Sätze sagen. 2 Minuten. Nein, 2 Minuten nicht. Okay. Der OB gibt dir 2 Minuten, alles klar. Okay, alles klar, sehr schön. Alles klar, dann gucken wir mal. Dann kommen wir zum Schluss. Auch die 2 Minuten brauche ich trotzdem noch, Klaus. Also, wir wollen als Gewerkschaften auch alles weiterhin dafür tun, damit sich der 19. Februar nie mehr wiederholt. Und dazu ist es klar, dass wir die Forderungen nach einer kritischen und schonungslosen Aufarbeitung unterstützen. Und auch aus unserer Sicht braucht es politische Konsequenzen. Und ich sichere an dieser Stelle euch allen zu, dass wir als Gewerkschaften auch unseren Beitrag dazu leisten werden, dass es kein Vergessen geben wird und wir weiterhin gemeinsam laut sein und eben keine Ruhe geben werden. Und es macht mich wirklich, wirklich wütend, weil ich echt nicht mehr weiß, was in diesem Land noch passieren muss, damit ein politisch verantwortlicher Innenminister endlich seinen Hut nehmen muss, liebe Freundinnen und Freunde. Und in diesem Zusammenhang erwarten wir als Gewerkschaften, dass auch die parlamentarischen Möglichkeiten zur Aufklärung genutzt werden und ein Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zu den Ereignissen von Hanau im letzten Jahr eingerichtet wird. Lassen Sie mich wirklich zum Schluss kommen, weil der Punkt ist mir nochmal sehr wichtig. Wenn wir den offenkundigen strukturellen Rassismus in unserer Gesellschaft begegnen wollen, dann ist ein wichtiger Baustein Aufklärungs- und Bildungsarbeit. Und wie ihr sicherlich wisst, hat die Mutter von Ferhat Unvar, Serpil Temiz Unvar, eine Bildungsinitiative ins Leben gerufen. Und ich habe sie vorhin schon aus der Ferne gesehen. Wir freuen uns sehr darüber als Gewerkschaften, dass die Bildungsinitiative ihre Räumlichkeiten und damit ihren Sitz im Hanauer Gewerkschaftshaus bezogen hat und von dort aus ihre Aktivitäten organisieren und Bildungsangebote schaffen wird. Und wir freuen uns auch riesig darauf, die Zusammenarbeit mit der Bildungsinitiative in den nächsten Wochen auszuloten. Und ich will schließen mit einem Zitat von Serpil, die sie mal vor geraumer Zeit mal gesagt hat, um ihr Engagement zu begründen und damit auch wirklich zum Schluss zu kommen. Sie hat gesagt, unsere Kinder, sie dürfen nicht umsonst gestorben sein. Ihr Tod muss das Ende sein, das Ende rassistischer Angriffe. Ihr Tod soll ein Anfang sein von etwas Neuem, von Schulen ohne Rassismus und von einem Zusammenleben, in dem wir alle die gleichen Rechte haben. Die rassistische Minderheit, die außer sich selbst alles andere auf dieser Welt hasst, sie muss entwaffnet werden. Wenn wir das geschafft haben, dann werde ich am Grab meines Sohnes stehen und sagen, das war auch dein Kampf und du hast es geschafft.
Liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns genau in diesem Sinne mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und gemeinsam mit allen demokratischen Kräften und mit der ganz, ganz klaren Mehrheit in diesem Land dafür kämpfen, dass wir genau das schaffen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Robert. Vielen Dank, Robert Weisenbrunner. Die vier zentralen Forderungen, wie der Robert schon richtig gesagt hat, das ist nicht nur die Aufgabe von den Angehörigen und Überlebenden und Unterstützerinnen, sondern diese vier zentralen Forderungen. Es ist auch die Aufgabe und die Verantwortung von Gewerkschaften und allen anderen Institutionen, das mitzutragen, damit wir das endlich durchsetzen können. Es ist die Aufgabe von uns allen, diese Verantwortung zu tragen. Ich bitte als nächstes Niculescu Paun, der Vater von Willi Viorel Paun, auf die Bühne und Armin Kurtovic. Herzlich willkommen. Ich möchte anfangen mit 159. Glauben Sie mir, ich habe alleine gemacht die ganze Geschichte von meinem Sohn. Korrekt und richtig. Eins bedeutet, wenn die Polizei antwortet sein Telefon, mein Sohn lebt heute, 100%. Fünf. Nochmal, wenn die Polizei antwortet zu sein Telefon, die fünf Jungen vom Arena Ball heute lebt, hat eine Chance. Egal, 1, 2, 3% trotzdem hat gehabt eine Chance. Leider hat verliert. Die Junge vom Arena Bar hat gehabt 2 Chancen. Eine mit meinem Sohn wegen Notruf und die zweite mit Notausgang. Gestern mein Sohn hat die Medaille als Courage Civil, als Held. Ich bin stolz, ja? Liebe Leute, in Akte, 8 Monate, ich bin gestorben. In der Akte von Polizei, vom Generalbundesanwalt, ich bin gestorben. Hat Autopsie gemacht auf meine Leiche. Dann, ich frage mich, wo ist mein Sohn? Schuld, dass mein Sohn ist gestorben, ist die Täter zusammen mit Polizei. Brauchst nicht so Applaus, denn keine Applaus dabei. Dankeschön. Vielen Dank, Nico. Willi hat endlich gestern die Medaille bekommen, was auch nicht selbstverständlich war. Dafür wurden sehr, sehr viele Briefe geschrieben. Obwohl die Familie Paun im Mai letztes Jahr schon das in der Öffentlichkeit gesagt hat, der Sohn hat mehrmals bei der Polizei angerufen und ist nicht durchgekommen. Es hat Monate gedauert, Monate, bis die hessische Landesregierung, bis der Ministerpräsident Bouffier sich entschieden hat, Willi Viorel Paun diese Medaille zu geben. Und es war wieder die Familie, die sich dafür eingesetzt hat, dass der Sohn das bekommt. Eine Schande für die hessische Landesregierung. So, den nächsten Beitrag hält ein Mann, der seit Tag 1 an unserer Seite war, der uns tatkräftig unterstützt hat mit alles, was in seiner Macht liegt. Begrüßen Sie mit mir zusammen unseren Oberbürgermeister Klaus Kaminski. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, zunächst, das werden Sie verstehen, gilt
auch heute wieder hier auf dem Hanauer Freiheitsplatz mein erster Gruß den Angehörigen der Opfer des 19. Februar. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle Erscheinen, ihr alle Ausdruck von Solidarität, von Nächstenliebe, gerade den Angehörigen vor Augen führt, dass wir gemeinsam als Gesellschaft weder in Hanau noch in der Region noch weit darüber hinaus den 19. Februar die Opfer vergessen werden. Und ich hoffe sehr, dass die Angehörigen aus der Vielzahl ihres Erscheinens auch ein klein wenig Trost am heutigen Tag verspüren. Es ist so und es wird so bleiben, dass dieser schrecklichste Tag in Friedenszeiten in meiner Heimatstadt, die Brüder Grimmstadt Hanau, erlebt hat. Und der natürlich vor allem ein furchtbares, nicht mehr aus den Herzen wegzudenkendes Ereignis für die Angehörigen gewesen ist, dass dieser Tag niemals vergessen wird, dass aber vor allem die Opfer niemals vergessen werden. Das ist unsere gemeinsame Verantwortung. Und dafür sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie heute mit Ihrem Erscheinen hier dieses zum Ausdruck bringen. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich auch sehr, dass Kollegin Böttcher aus Maintal hier ist, die Stadtverordnetenvorsteherin. Aus Hanau, Kolleginnen und Kollegen aus der Stadtverordnetenversammlung, aus dem Magistrat sind hier viele, viele, die Ihnen nach Ihren Möglichkeiten beistehen. Worum geht es jetzt? Worum geht es jetzt? Ich glaube, aus dem Nichterinnern muss mehr erwachsen. Das eine, wir müssen alle gemeinsam alles, was in unserer Macht steht, dafür tun, das ist eben angesprochen worden, dass tatsächlich Hanau eine Zäsur darstellt, dass tatsächlich nie wieder etwas Vergleichbares in Hanau, in der Region, in Hessen, in Deutschland, auf der Welt geschieht. Ich weiß, dass so etwas auch ein bisschen visionär klingt. Das Böse in der Welt, der Rassismus, als ein Böses in der Welt wird nicht durch eine Ansprache oder durch unser gemeinsames Erscheinen hier auf dem Hanauer Freiheitsplatz verschwunden sein. Aber die Anstrengung lohnt sich, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wir müssen gemeinsam diesem Ungeist, der nicht nur in Hanau, sondern auch in der Geschichte und weltweit schon viele, viele Menschenleben gefordert hat, diesem Ungeist müssen wir Tag für Tag, jeder an seiner Stelle, auch im Alltag, uns entgegenstellen. Das ist der Auftrag, das ist die Verantwortung, die wir den Angehörigen schuldig sind, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und es bleibt die konsequente und nachhaltige Forderung nach Aufklärung. Es ist nach einem Jahr und vier Monaten kein Übermaß an Ungeduld, wenn man nach einem Jahr und vier Monaten sagt, es darf doch nicht wahr sein, dass in einem, daran will ich nach wie vor ein klein wenig glauben, in einem der bestorganisiertsten Länder auf diesem Globus, dass nach einem Jahr und vier Monaten der Staat es bis heute nicht geschafft hat, darzulegen, wie er das Tatgeschehen
und wie er die Umstände der Tat wirklich beurteilt. Das darf nicht wahr sein. Und ich kann nur sagen, die Geduld der Angehörigen, aber auch die Geduld der Gesellschaft im Allgemeinen und auch der Stadtgesellschaft Hanau im Besonderen, geht da auch langsam zu Ende. Und ich will gern daran erinnern, weil ich das ein klares, ein gutes Wort fand, was der Bundespräsident 200 Meter Luftlinie von hier im Kongresspark Hanau gesagt hat. Es ist nicht irgendetwas, irgendeine Gnade, ein Gefallen, den man den Angehörigen tut. Nein, es ist die Pflicht und es steht auch nicht im pflichtgemäßen Ermessen, hat der Bundespräsident zu Recht gesagt, ob der Staat aufklärt oder nicht. Nein, in einem demokratischen Rechtsstaat muss alles, was bekannt ist, auch auf den Tisch gelegt werden. Und wenn es an der einen oder anderen Stelle etwas gibt, was man nicht mehr aufklären kann, dann muss man auch das sagen. Aber wenn der Eindruck nach wie vor nicht aus der Welt geschaffen ist, dass Dinge hinter Berg gehalten werden, unter den Teppich gekehrt werden, dann zerstört das nicht nur die notwendige und bis ans Ende ihres Lebens gehende Trauerarbeit, zerstört auch mehr in unserer Gesellschaft Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Wir alle sind darauf angewiesen. Ich bin ein Anhänger dieses demokratischen Rechtsstaats Bundesrepublik Deutschland. Ich lasse mir das auch so schnell nicht nehmen. Aber ich fordere genau von diesem Staat auch ein, sich den Prinzipien demokratischer Rechtsstaatlichkeit auch öffentlich zu bekennen und danach zu handeln und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die als Beamtin, Beamte, wo auch immer bezahlt werden, danach handeln. Das ist das A und O. Und ich will einen weiteren Punkt nennen. Ich hoffe sehr, dass in Wiesbaden, das ist ja wie ein, ich überschaue das auch nicht mehr taggenau, was ist denn jetzt mit dem Opferfonds? Wie wird er denn jetzt ausgestaltet? Ich kann nur für die Stadt, für die Vorsteherin, für die städtischen Gremien erklären, wir haben parteiübergreifend in Hanau uns nach Wiesbaden gewendet, um zu sagen, bei dem Opferfonds, der natürlich vom Prinzip etwas Richtiges ist, bedenkt bitte auch die wirtschaftliche Not, die wirtschaftliche Situation der Opferangehörigen. Das muss besser, als das bisher bekannt geworden ist, gewürdigt werden. Es darf doch nicht wahr sein, dass man als Angehöriger mit tiefem Schmerz, mit seelischen Verletzungen, dann noch am Ende des Tages auf Sozialhilfe angewiesen sein wird. Nein, da muss der Staat ein anderes Verhalten an den Tag legen. Deswegen auch heute nochmal mein Appell. Ich hoffe, dass dieser Opferfonds und diese unwürdige Diskussion seit Monaten jetzt endlich beendet wird und die Opferangehörigen das bekommen, was ihnen moralisch zusteht. Bitte herzlich dafür. Und lassen Sie mich abschließend auch noch etwas sagen, was mich, obwohl ich immer mal wieder denke, im Zusammenhang mit dem 19. Februar könnte mich kaum noch eine Nachricht erreichen, die mich noch mehr entsetzt, noch fassungsloser macht. Aber die Tatsache, dass in der Tatnacht 13 und man muss wohl sagen 13 plus X mittlerweile rechtsextremistische SEK-Beamte in Hanau Dienst getan haben,
hat noch einmal, muss ich für mich ehrlich bekennen, eine zusätzliche Dimension des Schreckens für diese Nacht bei mir ausgelöst. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich vermute, wenn ich mich hier so umsehe, dass ich leicht das Durchschnittsalter nach oben ziehe. Ein altmodischer Begriff, der hieß einmal politische Verantwortung. Das ist etwas anderes wie persönliche Verantwortung. Kollegin Böttcher, wir stehen auch in Verantwortung für das, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun oder unterlassen. Dafür gibt es politische Verantwortung. Und dass wir in Hessen im Innenministerium, beim Innenministerium, vom ersten Tag an, ich mache mal eine Nebenbemerkung, heute wollen es die Angehörigen auch nicht mehr, aber dass man es als Innenminister geschafft hat, nicht eine Stunde für ein Gespräch mit den Angehörigen aufzubringen, nach einer solchen Tat, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei 30 Grad in der Sonne läuft es mir da kalt den Rücken runter. Weil das ist das Gegenteil von dem, was erforderlich ist. Da hätte man nicht nur, was ich auch für geboten gehalten hätte, das Mitgefühl, die Empathie zum Ausdruck bringen können und müssen. Man hätte auch aufnehmen können, was jenseits dessen, was einem der eigene Apparat so vermittelt, und hätte diesen nachgehen können. All dies ist bis zum heutigen Tag unterblieben. Und es geht da mittlerweile, nach meinem Dafürhalten, um viel, viel mehr als den 19. Februar und die Getöteten. Ich bleibe dabei. Die große Mehrzahl der Staatsdienerinnen und Diener in dieser Republik, auch der Polizistinnen und Polizisten, macht seine Arbeit auch in der Überzeugung für das Grundgesetz, für die Werte unseres Grundgesetzes einzustehen. Aber das, was wir hören, hat jedenfalls mit der Verharmlosung von Einzelfällen mittlerweile nichts mehr zu tun. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer dazu noch einen Beleg gebraucht hat, der soll sich den Zusammenhang mit der SEK anschauen. Es sind hier offensichtlich Netze unterwegs, die das Gegenteil von dem täglich abliefern, was wir an Haltung einfordern, nämlich ein Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Staatsordnung in dieser Republik. Und liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, können wir uns mal eine Sekunde in die Situation hineinversetzen, dass Angehörige erfahren, nachdem ein rechtsextremistischer Täter ihre Liebsten getötet hat, ermordet hat, dass dann weitere Rechtsextremisten, jedenfalls zu einem beachtlichen Teil, dort Dienst getan haben, dort Aufklärung organisieren sollten. Das hat mit, Idris hat das gestern gesagt, mit Ironie, für mich, ehrlich gesagt, Idris, nicht das Geringste zu tun. Das ist auch nicht tragisch, das ist zutiefst und im Kern inakzeptabel. Es darf doch nicht wahr sein, dass diejenigen mit einer rechtsextremistischen Gesinnung, denen, die von Extremismus, von Rechtsextremismus, von Antisemitismus in unserer Gesellschaft bedroht sind, zur Seite gestellt werden als Unterstützung. Das ist ja der Widerspruch in sich. Und das endlich zu beenden, einen Neuanfang zu machen, aufzuräumen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, um das auch heute noch mal klar zu sagen, das traue ich dem hessischen Innenminister nicht mehr zu. Haus nicht mehr zu.
Liebe, ich komme zum Schluss und will das ähnlich wie Robert Weisenbrunner halten. Nicht mit einem Zitat. Aber ich will einfach dankbar auch zum Ausdruck bringen, dass die Angehörigen in ihrer Vielfalt den Weg in die Zukunft suchen. Jeder Einzelne auch in seiner Weise, nicht im Sinne von vergessen. Und liebe Serbilunva, du bist dafür auch ein gutes Stück Symbol. Überhaupt keine Frage. Nämlich mit der Botschaft, niemand wird irgendwann sagen können, dass der Tod deines Sohnes wie der anderen Angehörigen war nicht zutiefst sinnlos, war grausam. Aber daraus die Kraft zu schöpfen, mit vielen Mitstreiterinnen und Mitstreitern einen besseren Weg in die Zukunft zu finden, mir nötigt das Respekt ab. Wie ich Respekt habe vor allen Angehörigen der Opfer, lasst uns weiter beisammenstehen, seid ganz, ganz sicher, dass diese Stadtgesellschaft jedenfalls mit großer, großer Mehrheit, dass es auch in Hanau ein paar Verrückte gibt, wird man nicht bestreiten können, aber mit übergroßer Mehrheit an eurer Seite steht und wir werden weiter Seite an Seite Aufklärung einfordern, wirtschaftliche Verbesserung für euch einfordern und gemeinsam dafür arbeiten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wie in Hanau wieder passiert, jedenfalls durch all unser Wirken, auch durch eures, ein gutes Stück geringer ist, als es ohne euch, ohne uns alle geben würde. Ich danke alle für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Vielen Dank für die starken Worte, Herr Kaminski. Vielen Dank. Die Aufklärung wird offensichtlich nicht mit der jetzigen Landesregierung geschehen. Das haben wir gesehen und das ist uns auch schon lange bekannt. Deshalb haben wir letztes Jahr im August genau hier den Rücktritt vom Innenminister Beuth gefordert. Das war genau im August letztes Jahr und heute, 10 Monate später, fordert auch die Opposition und der Bürgermeister den Rücktritt von Beuth. Der Innenminister ist nicht einfach nur unfähig, sondern er blockiert aktiv die Aufklärung hier in Hanau und in allen anderen rechten Netzwerken, sei es in der Polizei oder allgemein in Hessen. Das ist nicht neu für uns. Seit 16 Monaten stellen wir die zentralen Fragen. Was war vor der Tat? Warum Waffenscheine? Wie hat die SRK, was hat die SRK für einen Einfluss in der Tatnacht gehabt? Die Einsätze der Polizei in der Tatnacht, der Umgang mit Angehörigen, mit Schwerverletzten in der Tatnacht, dass die Stürmung des Täterhaus 5 Stunden gedauert hat, dass es bis heute unklar ist, was im Täterhaus geschehen ist, was mit dem Vater des Täters ist, dass er ein Rassist ist und die Angehörigen nicht einmal darüber informiert werden, dass von diesem Mann Gefahr ausgeht, weil er nämlich genauso tickt wie sein Sohn und am liebsten genau das weitermachen will und weiterhin in Kesselschlag lebt. Die hessische Sicherheitsbehörden, der Innenminister und Koalitionspartner, die Grünen, tragen keine Verantwortung in dieser Sache. Nach so vielen Gesprächen, nachdem alles da offen auf dem Tisch liegt, will die Grüne in Hessen, die CDU, Beuth und Bouffier die Verantwortung nicht tragen. Sie verhindern die Aufklärung und Gerechtigkeit. Sehen wir Konsequenzen nach Hanau in Hessen? Nein. Es ist ein Skandal. Ein Skandal ist, dass bei der Polizei Rassisten gibt. Ja, das wissen wir schon lange. Das eigentliche Skandal ist, nachdem es in Hessen so viel hintereinander in Frankfurt bei der Polizei passiert ist, ein rechtsextremes Netzwerk durch einen Zufall rauskommt. Das ist das eigentliche Skandal. Durch einen Zufall in einem Bundesland, wo es schon lange bekannt ist, dass diese Netzwerke existieren und dass wir in Hessen ein Rechtsextremismusproblem
in einigen Sicherheitsbehörden haben. Und dass offensichtlich das Innenministerium nicht in der Lage ist und nicht willig ist, da hinzugucken. Deshalb fordern wir auch heute Rücktritt von Beuth und wir fordern von der Landesregierung, endlich die Verantwortung für das, was hier passiert ist, zu übernehmen, Konsequenzen zu ziehen und Gerechtigkeit für Gerechtigkeit zu sorgen. Als nächsten Redner haben wir Philipp Gohmann und Serpil Temis Unvar. Einmal ein Applaus. Ich begrüße euch alle miteinander. Ich bin Philipp Gohmann, der Vater von Mercedes Kerbatsch. Mein Schmerz seit 16 Monaten, was ich in mir trage und nicht begreife, was in Hanau hier passiert ist. Dass ein Terrorist in Hanau geboren, in Hanau gewohnt hat, dass er 24 Seiten Briefe geschrieben hat beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und keiner konnte diesen Terroristen aufhalten, dass diese Tat nicht geschieht. Das war sehr, sehr grausam für uns. Der hat in Hanau auf den Häuber drei Menschen umgebracht. Einfach abgeknallt in ein paar Minuten. Dann hat er geschafft, bis nach Kesselstadt weitere 6 umzubringen. Und immer war die Polizei nicht da und die Politiker. Und danach ist er noch nach Hause gegangen und immer noch nicht festgenommen. Und wo ich gewartet habe, 20 Stunden nach dem Tod meiner Tochter sie zu sehen, ist die SEK nicht bei den Terroristen hingefahren, sondern zu mir und hat mir die Maschinenpistole an den Kopf gestellt, mir und meine Familie. Und habe gesagt, was ist hier los? Ich bin der Angehörige, ich bin der Vater von Mercedes Kerbatsch. Ich warte, meine Tochter zu sehen. Und diese Polizisten, diese SEK, haben die Waffen nicht weggenommen von meinem Kopf. Bis der eine Polizist, wo da war, wo uns begleitet hat, gekommen ist und gesagt hat, das ist der Vater von Mercedes Kerbatsch, das ist der Angehörige. Erst danach haben die Waffen von meinem Kopf weggenommen. Jetzt frage ich mich, wo war die SEK 4 Stunden danach? Danach, nach dem Mord, haben die es bei den Tätern in die Wohnung eingebrochen. Und jetzt kommt es heraus, das waren auch Rassisten, SEK, 14 Personen, Neonazis und solche Sachen. Die Politiker, wo wir gesprochen haben, wir haben nichts weiter erreichen können, außer warme Worte von ihnen. Keiner von diesen Leuten hat sich um uns gekümmert. Bis heute, 16 Monate. Die sind für mich die Verantwortlichen. Die Politiker, die Polizei, was hier in Hanau passiert ist. Und das, was in Hanau passiert ist, das kann nicht raus aus Hanau. Wie die Gebrüder Grimm hier eingraviert sind in Hanau, so ist dieser Mord, dieser Attentat auf diese 9 Kinder wird nie vergessen und nie aus Hanau rausgraviert werden. Und diese Politiker bis heute, Herr Pomba in Wiesbaden, gestern,
Und dieser Joghurtmann, wie heißt der? Der Herr Bouffier. Der hat gesagt, der hat die Akte bis heute noch nicht gelesen. Die Schuld ist von Hanau, dass diese, wie heißt diese, die Schluss, der Ausgang, Notausgang. Der Notausgang zu war, ist die Schuld von Hanau. Ist nicht die Schuld von Hanau. Die Schuld von den Politikern. Die haben die Schreiben bekommen. Er hat 24 Seiten geschrieben. Der hat eine Webseite aufgeschrieben. Die letzten zwei Wochen vor dem Attentat. Wo waren die Politiker? Wo waren die Polizei? Wo waren die? Warum wurde uns die Kinder nicht geholfen? Ich sehe das heute nicht. Bloß, dass wir Ausländer waren, ist das passiert. Die sollen bedenken in die Politik, was die machen. Denn wir sind seit 58 Jahren in Deutschland. Meine Kinder sind hier geboren. Von Mercedes die Kinder sind geboren. Und dass so ein Attentat in Hanau vor 16 Monaten passiert, hätte ich nie in meinem Leben mir gedacht, dass 9 Menschen ein Terrorist, wo sich preisgegeben hat und ihn nicht festgenommen haben. Die Politiker und die Polizei. Dankeschön. Also, Philipp hat was vergessen. Herr Bouffier hat zu uns in Wiesbaden gesagt, wenn sowas nochmal passiert, wir informieren Familien besser. Das sehen wir, wie reagieren das Politiker. Nächste Täter, ne? Die schützen nächste Täter einfach. Ich bin Serpil, die Mutter von Ferhat. Sie sagen, der Täter war allein, ein Einzeltäter, so wie alle anderen Einzeltäter, bei all den anderen rassistischen Morden in diesem Land. Seit der Tat fragen wir uns, wer hat diesen Einzeltäter geschützt? Wer hat die Augen verschlossen? Wer hat danach die Untersuchung so organisiert, dass wir bis heute keine Antworten auf alle Fragen haben, die uns keine Ruhe lassen? Wer hat Interesse daran zu vertuschen? Hier in Hanau haben wir als Familien begonnen, zusammen zu kämpfen, damit solche rassistischen Morde nie wieder passieren. Wir werden nicht aufgeben. Immer wieder wird gesagt, wir haben viel gelernt von Hanau. Ich frage, was haben Sie in Hanau gesehen, was Sie bei all den anderen rassistischen Morden vorher nicht gesehen haben? Und wo stehen wir jetzt nach 1,5 Jahren? Unsere Kinder wurden getötet und wir sind diejenigen, die das Versagen der Behörden aufdecken. Woher nehmen die Rassisten die Macht für solche Taten? Dieser Rassist hatte, wie viele andere Rassisten in diesem Land, eine Waffe. Der rechtsradikale Hass im Internet, der ihn sicher bestärkt hat, wird geduldet. Wenn wir dann sterben, werden die Hintergründe vertuscht und Einzeltäter genannt. Dies ist das Verständnis von Gleichberechtigung, das sie uns zugestehen. Ist es Gleichberechtigung, dass am 19. Februar schwer Verletzte nicht sofort ins Krankenhaus gebracht wurden, sondern nach vielen Minuten auf die Identitätsprüfung warten mussten? Ist es Gleichberechtigung, wenn nicht einmal überprüft wird, ob mein Sohn noch lebt hat, als die ersten Polizisten den Tatort betreten haben? Das ist es, was für mich das Verständnis von Gleichberechtigung in diesem Land in Frage stellt. Die Polizei hat ihren Teil dazu beigetragen. Rassismus in der Polizei und in den Behörden ist Teil des Systems. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, ob wir so weiterleben wollen.
nehmen wir uns unser Recht auf Gleichberechtigung. Wir müssen in diesem Land etwas ändern. Und dafür müssen wir uns gemeinsam besser verständigen. Der Nächste kannst du, dein Kind oder dein Enkelkind sein. Deshalb müssen wir gemeinsam diesen Kampf gegen den Rassismus noch stärker führen. Wir werden das ändern. Tot sind sie erst, wenn man sie vergisst, und das werden wir nicht. Vielen Dank. Leute, wir wissen, es ist sehr heiß. Wir haben nur noch 3 Redebeiträge. Hier vorne haben wir einen Stand, wo ihr Wasser holen könnt. Wir bitten nur noch um wenig Geduld. Als Nächstes kommt Christina Büttner vom Dachverband der Beratungsstellen für Opfer von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. Vielen Dank. Ich möchte einen ganz großen Dank aussprechen an alle, die sich heute bewegt haben, um nach Hanau zu kommen. Wir brauchen eine bewegte Zivilgesellschaft. Wie wir gerade eben gehört haben, der Staat wird es nicht richten. Wenn die Zivilgesellschaft nicht aufsteht und stark ist, dann werden wir gegen den Rassismus in unserer Gesellschaft und auch in der Politik nicht ankommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr dafür da seid, dass wir nicht vergessen, dass die Namen in Erinnerung bleiben und dass ihr mit an der Seite steht der Familien, der Überlebenden, der Betroffenen, um ihre Forderungen zu unterstützen. Das wird noch viele, viele Jahre eine große Aufgabe sein und notwendig sein. Und ich möchte einen ganz, ganz großen Dank, das haben jetzt schon viele gemacht, aber ich möchte den auch nochmal aussprechen, an die Hinterbliebenen, an die Überlebenden, die ganz viele Aufgaben, die eigentlich staatliche Aufgaben sind, selbst in die Hand nehmen. Ganz vieles wäre heute nicht bekannt, wenn das nicht selbst geleistet worden wäre von den Menschen, die so viel zu leiden hatten. Eine riesengroße Anerkennung, ganz großer Dank an euch. Euer Engagement wirkt ganz weit über Hanau hinaus. Ich weiß, dass einige schon auf dem Absprung sind nach Hamburg und nach Berlin. Die Vernetzung der engagierten Menschen gegen Rassismus, derer, die Rassismus selbst erlebt haben, ist größer geworden, ist gewachsen. Und das ist euer Verdienst. Großen Applaus dafür. Ganz viel zu tun gibt es aber an anderer Stelle. Ganz viel zu tun gibt es bei denen, die Verantwortung tragen, die Konsequenzen ziehen müssten. Und die allergrößten Dinge, die nicht geschehen sind, liegen aus meiner Sicht, ich bin Vertreterin der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in ganz Deutschland. Also ich habe Einblick in die Situation in verschiedenen Bundesländern und kann sagen, in Hessen, die Landesregierung macht einen so schlechten Job, dass es schlechter nicht geht. Die Forderungen der Hinterbliebenen und Überlebenden des Attentats nach Aufklärung, Strafverfolgung und angemessener Unterstützung müssen endlich erfüllt werden. Betroffene werden zu Bittstellern gemacht. Das heißt konkret, um die materielle Versorgung zu sichern, muss jede einzelne betroffene Person ganz komplexe Antragsverfahren durchstehen, muss unendlich viele Fragen und Formulare auf Formularen beantworten, die es unmöglich machen, das Geschehene zu verarbeiten und zu vergessen. Die Verfahren können viele Jahre dauern und haben oft lange anhaltende und weitere Initiativen und Unterstützungen. Die helfen. Es fehlt aber die staatliche Verantwortung und das staatliche Handeln. Ich möchte sehr appellieren an die Landesregierung, da ganz schnell etwas zu ändern, bevor es für viele Betroffene ganz schwierig wird.
Dankeschön. Vielen Dank, Christina Büttner. Vielen Dank. So, die nächsten Redner bitte ich einmal auf die Bühne. Einmal die Diana und den Chetin. Hallo, mein Name ist Diana Sokuli. Ich bin die Verlobte von Fatih Saracoglu. Zusammen sind wir, wir kennen uns seit wir Kinder sind, zusammen sind wir von Bayern nach Maintal gezogen. Und jetzt bin ich alleine hier. Und warum? Weil am 19. Februar 2020 ein geisteskranker Rassist mir die Liebe meines Lebens genommen hat. Er war an dem falschen Zeitpunkt zum falschen Ort. Er kam von einem Geschäftsessen, stand auf der Straße neben dem Auto und wollte zu mir nach Hause. Ich habe das Abendessen vorbereitet. Und warum? Warum ist das passiert? Warum? Weil er schwarze Haare hat, weil er dunklen Teint hat, weil er Ausländer ist. Für mich ist schuld die Polizei und die Politiker. Sowas hätte man definitiv stoppen können. Er war immer auffällig. Er hat einen Waffenschein bekommen, obwohl er geisteskrank war. Er ist ins Jugendzentrum gestürmt. Er hat sich im Internet über Ausländer geschimpft, gehetzt. Er war auffällig. Keiner hat reagiert. Als es zu spät war, hat die Polizei auch nicht reagiert. Die Politiker auch nicht. Ich bin zeitnah mit der Polizei zum Tatort eingetreten. Wie kann das sein? Die Polizei und das Krankenhaus ist alles mit dem Auto eine Minute erreichbar. Vielleicht hätte er heute noch gelebt, wenn der Krankenwagen rechtzeitig da war. Es gibt so viele Möglichkeiten, vorher einzugreifen und nicht erst zu reagieren, wenn es zu spät ist. Dann kann man auch nichts mehr retten. Lasst uns einfach alle zusammenhalten. Wenn wir nicht zusammenhalten und das ernst nehmen, dann können wir alle Opfer werden. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich ein Opfer von so einer Tat werde. Sowas sieht man nur im Fernsehen, aber ja, sowas ist möglich. Ich danke euch alle, dass ihr gekommen seid und nicht wegschaut. Danke euch alle zusammen. Er hat 4 Jahre lang meine Tasche getragen und jetzt bin ich hier für ihn. Und ich habe keine Angst, weil Angst verändert nichts, aber Mut und Liebe verändert alles. Danke, danke. Liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Çetin Gültekin. Ich bin der Bruder des am 19. Februar 2020 ermordeten Gökhan Gültekin. Zunächst vielen, vielen Dank an alle, die sich heute hier am Stern für Hanau beteiligen. Es ist und bleibt wichtig, dass wir immer wieder erinnern, was in Hanau passiert ist, und dass wir immer wieder erinnern, dass bislang fast nichts aufgeklärt ist. Viele Politiker bezeichnen den Anschlag von Hanau als Zäsur, also als massiven Einschnitt, mit dem sich vieles geändert hat oder ändern würde. Doch was hat sich seit einem Jahr wirklich geändert? Was? Das fragen wir uns in Hanau nun seit 16 Monaten. Einige Beispiele. Rassisten entwaffnen war und bleibt eine unserer zentralen Forderungen. In Hanau konnte bekanntlich eine rassistische und psychisch kranke Täter problemlos Waffenscheine erhalten. Jeder normale Mensch würde zustimmen, dass sich daran sofort
was ändern müsse. Doch was passiert? Ein Jahr nach Hanau ist die Zahl der den Behörden bekannten Rechtsextremisten mit Waffenerlaubnis deutlich angestiegen. Bundesweit hatten die Sicherheitsbehörden bis Ende Dezember rund 1200 tatsächliche oder mutmaßliche Rechtsextremisten registriert, die illegal Waffen besaßen. Ein Anstieg um knapp 35% im Vergleich zu Ende 2019. Wo bitteschön ist die Zäsur, wenn ein Jahr nach Hanau Hunderte von Rechtsextremisten Waffenscheine haben? Beispiel 2. Ende April dieses Jahres trafen zwei junge Menschen in ihrem Auto auf einem Waldparkplatz bei Hanau gegen 0.10 Uhr auf einen Mann, der bewaffnet war und sich ihnen bedrohlich näherte. Beide sind aufgrund ihrer persönlichen Nähe zu Opfern des 19. Februars sensibilisiert. Sie setzten direkt einen Notruf bei der Polizei ab. Statt diesen Notruf ernst zu nehmen, wurde ihnen mit Hinweis auf die Corona-Ausgangssperre eine Anzeige angedroht. Als die beiden Betroffenen am frühen Morgen bei der Polizeidienststelle am Hanauer Freiheitsplatz nochmals direkt versuchten, eine Anzeige aufzugeben, wurden sie vom gleichen Polizisten nicht nur erneut abgewimmelt, sondern beschimpft und sogar bedroht. Wir erinnern uns natürlich sofort an die Vorfälle mit einem bewaffneten Mann, der vor den Jutz in Kesselstadt 2017 und 2018 Jugendliche bedroht hatte. Damals wurde den Jugendlichen seitens der Polizei unterstellt, dass sie bewusst falsch alarmiert hätten und gesagt, dass sie den Einsatz zu zahlen hätten. Heute kann nicht mehr ausgeschlossen werden, dass es sich um den Attentäter vom 19. Februar handelte. Was also hat sich geändert im Umgang der Polizei mit solchen Bedrohungen? Beispiel 3. Ihr habt es alle gehört. Innenminister Beuth musste letzte Woche eine gesamte SEK-Einheit auflösen, weil 20 von ihnen an rechtsextremen Chats beteiligt waren. Und seit ein paar Tagen wissen wir auch, 13 dieser Nazi-Polizisten waren am 19. Februar in Hanau. Und höchstwahrscheinlich haben sie den Einsatz am Täterhaus geleitet, wo wir seit einem Jahr keine Antwort auf unsere Frage bekommen. Warum erst nach 5 Stunden dieses Haus gestürmt wurde? Und warum in der Nacht die Familie eines Opfers von Sondereinheiten bedroht wurde? Warum so ignorant und teilweise rassistisch mit Angehörigen und Überlebenden umgegangen wurde? Nach den letzten Tagen haben wir eine Ahnung, warum. Weil die Polizei durch und durch durchsetzt ist von Rechtsextremisten. Und zudem, das alles kam nicht etwa zutage, weil ein oder mehrere Polizisten ihren Maul aufgemacht haben. Nein, es war reiner Zufall, weil in einem anderen Bundesland gegen einen beteiligten SEKler Ermittlungen wegen Kinderpornografie laufen. Was also hat sich geändert? Was? Roland Ullmann war am 19. Februar 2020 bereits über 10 Jahre der Polizeipräsident des Offenbacher Präsidiums für Südosthessen. Er war also auch zuständig für die Fehler und Pannen der Polizei in Hanau. Unlängst hatte er nochmal bestätigt, dass ihm von Problemen in seiner Notrufzentrale nichts bekannt war. Die technische Versagen des mindestens Willi Viorel Braun das Leben gekostet hat.
Jungmann ist offensichtlich ein Beamter, der zu selbstkritischer Aufarbeitung unfähig ist. Und dennoch wird er im Juli 2020, also 5 Monate nach Hanau, zum Polizeipräsidenten von Hessen befördert. Was bitte soll sich damit zum Besseren ändern? Was? Was? Sein Nachfolger im Präsidium für Südosthessen heißt Eberhard Müller. Dieser neue Polizeipräsident beleidigt uns, die Angehörigen, in einem Interview vom 24. April dieses Jahres mit der Aussage, dass wir mit unseren Fragen und Kritik an die Polizei wörtlich einen Ersatzsündenbock suchen würden. Ist das noch zu fassen? Wir sind in Hanau mit einer Kette des Versagens von Behörden und Polizei konfrontiert. Wir, die Angehörigen, müssen selbst ermitteln und die Behörden mit Strafanzeigen dazu erzwingen, zum verschlossenen Notausgang, zum defekten Notruf oder zur Rolle des Vaters zu ermitteln. Und dann heißt es, wir suchen Sündenböcke oder was? Wir sagen es noch einmal und immer wieder und jetzt erst recht. Unsere Kinder, unsere Geschwister, die Ermordeten von Hanau, sie sind auch eine Opfer von Behördenversagens. Bei Polizei und Behörden scheint sich bis heute nichts, aber auch gar nichts geändert zu haben. Bis heute keine Entschuldigung, bis heute nicht im Ansatz der Versuch einer kritischen Aufarbeitung. Im Gegenteil, sie bewegen sich zwischen Ahnungslosigkeit, Unverschämtheit und neuem Rassismus. Das werden wir niemals akzeptieren. Und wir haben immer gesagt, wir werden keine Ruhe geben, keine vergeben, keine vergessen. Wir wollen, ja, wir müssen die Zäsur von unten erzwingen. Am 22. August letztes Jahres, bei unserer Kundgebung in Hanau, hatten wir bereits den Rücktritt des Innenministers Peter Beuth gefordert. In den letzten Tagen fordert dies nun auch die gesamte Opposition im Landtag und viele Medien. Wie sagt man so richtig? Der Fisch stinkt vom Kopf. Beuth ist der direkte verantwortliche Kopf des fortgesetzten hessischen Polizei- und Behördenversagens. Es wäre wenig mehr als ein erster kleiner Schritt, aber es ist allerhöchste Zeit. Beuth muss weg. No way. Danke für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diese Worte. So Leute, das war auch schon der letzte Redebeitrag. Ich persönlich aus der Sicht von einem Angehörigen und einem Überlebenden möchte mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken, der heute hier ist, der heute hier nach Hanau gefahren ist und sich die Zeit genommen hat, hier mit uns zu sein, um nochmal die Forderung deutlich zu machen. Nochmal einen Riesenapplaus an jeden Einzelnen von euch. Wir wollen gerne auch an dieser Stelle solidarische Grüße nach Hamburg schicken. Heute gibt es eine Gedenkveranstaltung für Süleyman Taşköprü, der vom NSU ermordet wurde. Die Angehörigen haben sich in Hamburg versammelt und gedenken an Süleyman Taşköprü und wir möchten heute hier an dieser Stelle auch unsere Solidarität bekunden. Wir kommen zu Ende.
Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ihr alle heute da wart. Ich glaube, es ist noch mal sehr klar und deutlich geworden, dass dieser Weg, auf den wir uns gemeinsam gemacht haben, noch sehr, sehr lange dauern wird, dass wir hier in Hanau weiterhin jeden Monat gedenken werden, immer am 19. auf dem Heumarkt und auf dem Kurt-Schumacher-Platz. Und da möchte ich euch alle auch gerne herzlich dazu einladen, euch um die Gedenkorte zu kümmern. Also auch zu schauen, dass die Gedenkorte immer sauber bleiben, dass da Blumen sind und dass ihr auch gerne mit Leuten diese Gedenkorte auch an jedem 19. oder an einem anderen Tag besuchen könnt. Ja? Weil das ist die Verantwortung von uns allen und nicht nur von den Angehörigen, dass wir uns an diese Orte und an das Erinnern gemeinsam kümmern. Und da Erinnern natürlich nicht ausreicht und wir mit Erinnerung auch immer wieder die Aufklärung im Zentrum stellen müssen, bleibt es auch eine große Aufgabe für uns alle, wenn wir über Hanau sprechen, nicht nur Say Their Names zu sagen, nicht nur an die Namen zu erinnern, sondern an die Tatnacht, an das Davor und an das Danach und an all die hunderte von offenen Fragen, die von der hessischen Landesregierung ignoriert werden. Deshalb nehmt es mit, redet über die Aufklärung, macht Druck in euren Städten, macht Aktionen und macht darauf aufmerksam, dass es ohne Aufklärung keine Konsequenzen geben wird, dass ohne Aufklärung keine Gerechtigkeit geben wird und dass ohne Aufklärung es weder Betroffenen noch Angehörigen noch Überlebenden möglich ist, in Ruhe zu trauern. Und das ist verdammt nochmal die Verantwortung von dieser Landesregierung, von allen, dafür zu sorgen, dass die Betroffenen endlich trauern können. Danke, dass ihr alle da wart. Alle, die noch in Hanau bleiben wollen, können gerne mit uns zum Heumarkt kommen, zu der Initiative. Wir haben die Straße gesperrt. Ihr könnt da alle mit uns gemeinsam sitzen und auch miteinander reden, was trinken, was essen und da zusammen sein. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Vielen denkt Dank. An Hanau, denkt an die Namen, denkt an die Forderungen. Nehmt das alle mit. Wir brauchen weiterhin eure Solidarität. Hanau war kein Einzelfall. Ja, aber sehr gut. Bis auf die beiden Politiker, die haben zu lange